ich glaube, mein Steam-Account wurde gehackt. Denn ich habe angeblich Bildchen verkauft an Russen und Chinesen, also russische Hieroglyphen. Und mein Name beim Steam-Account war auf einmal anders, CBA, anstatt Sarah Sarah 007. Keine Ahnung, was los. Okay. Bist du sicher, dass du schon in den Animus zurückkehren willst? Ich habe das Gefühl, du wirst ziemlich lange da drin sein. Haben wir hier noch was zu tun? Ich weiß es nicht. Ich will in den Animus kommen. Ja, ich bin bereit, wieder zu Cassandra zu werden. Alles klar. Ich passe auf dich auf. Ja. Ich weiß nicht, ob wir alles gemacht haben. Ich müsste meinen letzten Part mal durchgucken. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe Alzheimer. Nein, das war vor ich im Krankenhaus. Also es ist jetzt über einen Monat her, habe ich Assassin's Creed gespielt. Ich hoffe, dass der PC nicht sagt, er hat Probleme. So wie bei Dying Light 2. Also Witcher lief schon mal gut, Witcher 3. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Dying Light 2. Wir holen so einen Speer. Und jetzt? Mein Speer ist jetzt besser. Oh, der Kult hat keine Chance. Jawohl, ja. Der Speer des Leonidas. Verbessere den Speer des Leonidas hier in der Schmiede von Hephaistos mit Fragmenten von Artefakten. Durch die Verbesserung erhöhst du dein Adrenalin und schaltest mächtigere Fähigkeiten frei. Sammle Artefakte, Fragmente von besiegten Mitgliedern des Kults, des Kosmos, benutze das Questmenü, um deinen Fortschritt bezüglich weiterer Speerverbesserungen zu überprüfen. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Ich kann nichts machen. Sperrstufe 2. Okay. Wir haben viele Sachen. Fangen wir mal an bei Kultisten. Okay, Söldner. Ah, der ist noch. Harpalos ist mit seinen Anhängern in einer Höhle von der Insel Chios. Okay. Sonst so wen? Ah, hier. Der Weiß ist ein Mystiker. Gut, Söldner. Die Rasen haben wir entdeckt. Kalistris, der Donnerschlag. Hominus, der Nachdenkliche. Eos, die Kühle. Merope, der Durchschneidende. Ja, oh. Nein. Quest Inventar, was haben wir denn hier Neues? Schwert selten. Schaden und Schaden bei Tieren. Ich bleibe erstmal bei meinem. Okay. Durchgewöhnlich.
habe ich es eh nicht so. Bruder hat schwere Klinge, selten. Nein. Und hier, was kann ich da machen? Da haben wir ja eigentlich alles schon, oder? Schwertschaden. Vielleicht nochmal auf Schwertschaden oder so gehen? Giftschaden. Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe alles vergessen. Hier haben wir was Neues. Ja, was ist denn das? Hier. Nimm die. Und hier. Schon. Schüchchen. Ja, wenn dann gehen wir dann direkt weiter auf den Touchdown. Okay. Gehen wir mal raus hier. Also, das heißt, wir können jetzt immer hier hinkommen und unser Speer verbessern. Wir Fragmente gefunden haben. Naja, Herodotos wird sich freuen. Denn ganz sicher war lange vor uns jemand hier. Ja. Wie war es noch mit Schnellen? Leonidas das von diesem Ort gewusst hat? Es ist dunkel, ich sehe nichts. Du bist nicht schwer zu finden. Du bist mir gefolgt? Geht's dir gut? Alexios, du lebst! Fass mich nicht an. Komm schon, kleiner Bruder. Du musst mir alles erzählen. Was ist dir zugestoßen? Ich muss dir gar nichts erzählen. Ich kenne dich nicht. Aber ich kenne dich. Wie dem auch sei. Es gibt wichtigere Dinge zu besprechen. Richtig. Wie das, was du mit dem Artefakt angestellt hast. Du hast meine Aufmerksamkeit, falls du sie wolltest. Was? Das Artefakt hat uns die Wahrheit gezeigt. Wir sind eine Familie und haben es lebend aus Sparta herausgeschafft. Ja. Es hat die Wahrheit gezeigt. Nämlich das, was ich immer wusste. Du hast mich von einem Berg geworfen. Wenn es das ist, was du glaubst, Alexios, hast du dir wohl dabei den Kopf gestoßen. Es wurde mir berichtet.
Und zwar nicht von einer Lügnerin wie dir. Und nenn mich nicht Alexios. Gut, Deimos. Aber den kenne ich noch nicht. Er ist ein Halbgott. Verehrt und gefürchtet vom Kult und der griechischen Welt. Warum arbeitest du dann für den Kult? Hast du mir nicht zugehört? Sie folgen meinen Anweisungen. Dann triff deine eigene Wahl. Hilf, Martha zu finden. Verschon mich. Ich will keine Familienzusammenführung. Ich will nur wissen, was du hier machst. Dasselbe wie dein Kult. Ich suche nach unserer Martha. Sie brauchen sie nicht. Das sehen deine Kultisten anders. Myrine ist ihr nächstes Ziel. Wenn sie sie suchen würden, dann um sie umzubringen. Aber wenn du nicht weißt, wo sie ist, hat sie dich wohl auch verstoßen. Wie traurig. Selbst wenn wir verstoßen wurden, haben wir überlebt. Es kann alles wieder wie früher werden, wenn wir sie finden. Der Kult interessiert sich nicht für Sentimentalitäten oder Familie, sondern nur für Macht. Soll ich lügen? Weil getötet... Haben wir ihn getötet? Ich habe Nikolais getötet. Wenn sie es auf uns alle abgesehen haben, sag ihnen, Nikolaus finden sie nie. Er ist untergetaucht. Ich habe ihn selbst gesucht. Wenn ich dich finden kann, das verloren geglaubte andere Kind von Nikolaus, dann finde ich auch ihn. Er wird sich wünschen, selbst vom Berg geworfen worden zu sein. Mir ist egal, was du denkst. Ich werde Myrine finden. Tu das Richtige. Komm mit mir. Was? Wir könnten sie suchen. Gemeinsam. Du kannst mir helfen. Oh, glaubst du, Freundschaft ist die Antwort? Sollen wir Hand in Hand umherlaufen und unsere liebe Mutter suchen? Bitte, du bist schwach. Es geht um Verantwortung, nicht um Schwäche. Ich gebe meine Familie nicht aus Gehässigkeit auf. Verantwortung? Steig von deinem hohen Ross. Der Kult hat einen Plan und den wirst du nicht durchkreuzen. Der Kult ließ Myrine leben. Und Nikolaus auch. Warum sollen sie jetzt sterben? Weil du lebst. Du hast dir das eingebrockt. Und dir selbst. Der Kult ist mächtig, aber sterblich. In meinen Adern fließt das Blut der Götter. Sie glauben in deinen auch. Sie werden sehen, wie falsch sie liegen. Deine eigene Mutter zu entführen reicht nicht? Wir entführen nicht. Wir machen Politik. Die, die nicht für uns sind, sind gegen uns. Und für diesen Fehler zahlen sie. Wie ich. Wie du. Ich hörte, du willst nach Athen reisen. Wenn du dort bist, bestelle Perikles und seinem elitären Abschaum, dass sie die Nächsten sind. Ich bekämpfe den Kult, das weißt du. Du hast gesehen, wie viele wir sind. Gesehen, was ich tun kann. Und du denkst immer noch, du hättest eine Chance? Wetten? Mutig sein liegt also in der Familie, nicht wahr? Du sagst, wir wären vom gleichen Blut. Also zeig mir, wozu du imstande bist. Immerhin haben wir uns gefunden, Bruder. Du sollst mich nicht anfassen. Deimos! Malaka. Herodotos wird mir kaum glauben. Ich muss ihm sagen, was passiert ist. Ja, dann sagen das. Wenn wir hier vom Berg runterkommen. Ja, egal. Einfach im Brunnen. Ja. Also... Hätten wir Alexios gespielt, dann wäre Cassandra so. Aber er sieht auch nett aus. Oh, zwei Bären gleichzeitig. Nein, danke. Jetzt keine Lust.
Und, dann schauen wir mal, wie die der neue Assassin's Creed. Was haltet ihr von dem, der jetzt nächstes Jahr kommt? Dann? Also der Trailer ist vielversprechend. Ich habe das Gefühl, es ist wieder so in der Zeit von den ersten Assassin's Creed so im Orient. Ja, was haltet ihr denn davon? Wollt ihr das auf meinem Kanal sehen, wenn es denn mal kommt? Ja. Gut, dann reden wir mal mit ihm. Und? War die Legende wahr? War es umwerfend? Was ist dir zugestoßen und deinem Speer? Immer ruhig, Herodotos. Mein Speer ist nun noch stärker. Ich spüre es. Du hattest recht, es gab dort sowas wie ein Artefakt. Es zeigte mir eine Vision von mir und meiner Mutter. Also, gab es die alte Zivilisation wirklich? Cassandra, du ahnst nicht, was für eine Macht du besitzt, eingeschlossen in Leonidas Speer. Das war noch nicht alles. Deimos ist mir gefolgt. Der Kult setzt seine Pläne in die Tat um, das hat er mir gesagt. Und sie sind hinter uns her, hinter meiner Familie, Perikles. Warum sollte er dir das sagen? Außer es ist eine Falle. Das ist egal. Wir müssen nach Athen, um Perikles zu warnen. Und wir müssen meine Mutter finden, bevor die es tun. Dann gehen wir zu Pnyx. Wenn Perikles sich irgendwo aufhält, dann dort. Neue Quest. Mal schauen. Wo sind wir denn? Hallo? Wo waren wir? Ah, da sind wir auf der kleinen Insel. Und wir wollen mal gucken. Aus dem Schatten. Die Augen des Kosmos. Wir machen hier. Welche Stufe haben wir? 19? Der einzige Weg, die wahre Macht des Speers zu entfesseln, bestand darin, die Artefakte, Fragmente aller Mitglieder des Kultes des Kosmos einzusammeln. Ja, 2 von 3 haben wir. Okay. Begib dich nach Attika. Sollen wir dann nach... Sollen wir das dann machen? Oder sollen wir... Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Die Augen... Dank jenen, die sich die Augen des Kosmos nannten, bleibt kein Geheimnis während des Krieges verborgen. Für sie war Wissen ein Werkzeug, um die Welt zu beherrschen. Und sie strebten danach, alles zu wissen. Wer gegen Warzenschwein? Ja, dann bleiben wir noch hier. Warum soll ich weg und dann wieder hier hin?
Jagen wir mal ein bisschen hier. Wissen die das noch? Wir sollen jetzt hier jemanden entlarven. Das machen wir dann auch. Ich bin froh, dass das Spiel läuft. Kratzen wir mal runter. Nein, nicht hoch runter. Aber wieso muss ich schon wieder hier rein? Die sind überall und nirgendwo. Muss ich ja jetzt nicht mal rein. Das ist ja nur die Schmiede. Dann. Die sind ja verstreut. Danke. Ja. Dann gehen wir doch nach Athen.
bin ein bisschen verpeilt. Weil diese Quest ist ja, die müssen wir finden. Aktuell ist sie interne, bla bla. Ich weiß, wir haben so viel zu tun, aber machen wir erstmal die Hauptquest. Alles andere kommt später. Ich weiß nicht, ob ich alles zu 100% schaffe, also wir werden sehen. Also irgendwie schon. So, ihr Lieben. Dann abbiegen. Auf Position! Der Kapitän übernimmt das Steuer! Da, Fische. Waren das Delfine oder Haie? Spannt die Bögen! Alles gibt es mit Lädern, alles muss ab und weg, alles ist sehr optimistisch. Bogenschützen, haltet euch bereit! Alles gibt es mit Lädern, alles muss ab und weg. Fliegen runter oder rein! Wir können etwas bergen! Ja, wo denn? Ja, ihr Lieben, ich würde aber sagen, hier mit auf dem Meer verabschiede ich mich jetzt mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks, würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's weiter. Ist das schon Athen? Das Meer um Chaos ist gefährlich. Wir sollten vorsichtig sein. Warum? Weil Charybdis und Skylla auf dem Grund des Meeres lauern, schätze ich. Nein, Piraten! Und zwar viele! Ha! Nur Piraten? Bruder ins Wasser! Ja, die paar Meter können auch dann zu Fuß laufen, ne? Wir werden hier fest. Oder da! Los! Beeilt euch! Können wir hier nirgends anlegen? Kapitän, abwesend! Ihr habt bis auf weiteres Pause! Ja. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also, bis dahin. Adios!